Hallo zusammen und willkommen. Große Poren im Gesicht sind für viele Menschen ein ernstes optisches Problem. Diese entstehen bei übermäßiger Produktion von Hauttalg, dem sogenannten Sebrum, in Verbindung mit einer Störung der Hautoberfläche. Die Hautporen sind winzige Öffnungen der Haut, durch die der Körper Schweiß, Talg und andere Substanzen absondert und dient darüber hinaus, die Haut geschmeidig und hydriert zu halten. Sind die Hautporen verstopft, staut sich das Sebrum im Kanal und dieser dehnt sich. Vor allem bei fettiger Haut neigen Poren dazu, sich stark zu öffnen. Eine weitere bekannte Ursache für vergrößerte Poren ist eine längere Sonneneinstrahlung. Diese schädigt das Kollagen, wodurch die Elastizität der Wände der Porenkanäle reduziert wird. Einmal ausgeleiert, können sich die Poren nicht mehr zusammenziehen und bleiben erweitert. Wer diesem Problem entgegenwirken will, greift in der Regel zu kosmetischen Produkten, die eine Verfeinerung der Poren versprechen. Diese Pflegeprodukte sind jedoch nicht in der Lage, stark erweiterte Poren auf Dauer zu verengen, sondern kaschieren diese lediglich optisch. Hierfür werden zum Beispiel Pigmente und Silikone eingesetzt, die die winzigen Unebenheiten wieder auffüllen. Auch adstringierende Gesichtswasser wirken ebenfalls nur kurzfristig. Zwar ziehen sich die Poren durch spezielle Wirkstoffe zusammen und lassen die Poren kleiner wirken, aber dauerhaft ist diese Wirkung nicht. Um großen Poren der Haut vorzubeugen, sollte viel mehr Wert auf die konsequent durchgeführte Pflege gelegt werden. Neben einer gründlichen Reinigung der Haut und regelmäßigen Peelings sind oft professionelle Ausreinigungen durch eine Kosmetikerin in Verbindung mit Sebrum kontrollierenden Pflegeprodukten zu empfehlen. Wenn du unter vergrößerten Poren leidest, gibt es neben der Vielzahl teurer Pflegeprodukte auch natürliche Heilmittel, die den gleichen Effekt haben, jedoch weitaus günstiger sind. Heute stellen wir euch 5 davon vor. Viel Spaß! Nummer 1. Backpulver. Backpulver peelt die Haut und entfernt überschüssiges Öl, Schmutz und Ablagerungen. Darüber hinaus hilft es, den pH-Wert der Haut wiederherzustellen und regt die Durchblutung an. Dank seiner antibakteriellen und entzündungshemmenden Wirkung hilft Backpulver außerdem, Pickel zu reduzieren. Für die äußere Anwendung von Backpulver vermischst du 2 Esslöffel Backpulver mit 2 Esslöffeln Wasser zu einer Paste. Diese Mischung trägst du mit kreisenden Bewegungen für ein paar Sekunden auf betroffene Stellen deiner Haut auf und lässt sie dort für etwa 1-2 Minuten wirken. Anschließend spülst du die Rückstände mit kaltem Wasser ab. Den Vorgang kannst du 5-7 Tage täglich wiederholen. Anschließend reduzierst du die Anwendung auf 3-4 Mal pro Woche, so lange bis du mit dem Ergebnis zufrieden bist. Nummer 2. Apfelessig. Apfelessig dient als natürliches Gesichtswasser und wirkt adstringierend. Es strafft die Haut und verfeinert die Poren. Darüber hinaus hilft Apfelessig, den pH-Wert der Haut ins Gleichgewicht zu bringen, wirkt entzündungshemmend, antimikrobiell und hilft somit hervorragend bei der Behandlung dermatologischer Probleme. Für die Anwendung vermischst du eine Vierteltasse rohen, ungefilterten Apfelessig mit einer Dreiviertel-Tasse Wasser. Tauche nun einen Wattebausch in die Lösung ein und betupfe damit betroffene Stellen deiner Haut. Nach 10 Minuten Einwirkzeit lassen sich die Rückstände dann mit lauwarmem Wasser abspülen. Nach der Anwendung empfehlen wir dir, das Gesicht mit Kokosöl einzucremen. Für beste Ergebnisse kannst du die Anwendung täglich vor dem Schlafengehen wiederholen. Nummer 3. Gurken. Gurken helfen, Poren zu verfeinern, da sie adstringierend wirken, sodass sich Poren zusammenziehen und versorgen darüber hinaus die Haut gleichzeitig mit Feuchtigkeit und frischem Glanz. Für die Anwendung reibst du eine Salatgurke fein und extrahierst den Saft durch ein feinmaschiges Sieb. Anschließend tränkst du einen Wattebausch in den Saft und betupfst damit dein Gesicht. Nach einer Einwirkzeit von 15-20 Minuten spülst du dann dein Gesicht mit kaltem Wasser ab. Für gute Ergebnisse kannst du diese Anwendung einen Monat lang täglich wiederholen. Nummer 4. Bleicherde. Bleicherde, auch als Fuller's Earth oder Multani Mitti bekannt, ist eine hellgelbe indische Tonerde, die perfekt zur tiefenwirksamen Reinigung unreiner und zu Akne neigender Haut verwendet werden kann. Bleicherde absorbiert überschüssiges Öl von der Haut und entfernt abgestorbene Hautschüppchen. Sie reduziert außerdem Narben und unschöne Flecken der Haut. Für die Anwendung vermischst du 2 Esslöffel Bleicherde mit ausreichend Wasser zu einer Paste. Die Paste trägst du mit einem Pinsel auf das Gesicht auf und lässt diese für 15-20 Minuten einwirken. Anschließend entfernst du die Rückstände der getrockneten Paste durch sanftes Schrubbeln mit warmem Wasser. Die Bleicherdenmaske kannst du 1-2 Mal pro Woche anwenden. Nummer 5. Haferflocken.
Haferflocken beruhigen die Haut, entfernen abgestorbene Hautzellen, beseitigen überschüssiges Öl und verkleinern die Poren. Für die Anwendung von Haferflocken vermische 5 Esslöffel Honig, 2 Esslöffel Milch und 2 Esslöffel schmelzende Haferflocken zu einem Brei. Diesen trägst du auf dein Gesicht auf und massierst ihn mit sanften, kreisenden Bewegungen ein. Nach 15 bis 20 Minuten Einwirkzeit entfernst du die Maske vorsichtig vom Gesicht und wäschst es mit klarem Wasser. Diese Anwendung kannst du 1 bis 2-mal pro Woche wiederholen. Das war's für heute. Vielen Dank fürs Zusehen. Wir würden uns freuen, wenn du das ein oder andere Rezept probierst und deine Erfahrung mit uns teilst. Wenn dir unser Video gefallen hat, dann unterstütze uns gerne mit einem Daumen nach oben, teile es mit deinen Freunden und hinterlasse gerne einen Kommentar. Um keine weiteren Tipps, Tricks und interessante Informationen zum Thema Gesundheit zu verpassen, abonniere unseren Kanal und wir sehen uns bald wieder.